Laute Töne waren von ihm bisher keine zu hören, vom Neuen im Bundesrat. Didier Burkhalter ist, anders als sein Vorgänger Kuschmann, ein stiller Schaffer. Vor allem schafft er daran, die Kosten im Gesundheitswesen in den Griff zu bekommen. Eine Herkulesaufgabe. Die Rundschau hat Bundesrat Burkhalter bei dieser Arbeit begleitet. Regula Tobler über einen freundlichen Mann im grauen Anzug, der auch zuhören kann. Zeit bleibt nicht viel. Die Erwartungen an ihn sind hoch. C'est bon pour la santé. Die Krankenkassenprämien steigen und steigen. Es ist sehr wichtig jetzt, dass wir Maßnahmen und Reformen machen. Und diese Anmeldungen für die Prämien, die zeigen ganz klar, dass diese Reformen sehr nötig sind. Sie sind nötig. 60 Milliarden Franken kostet das Gesundheitswesen in der Schweiz pro Jahr. Täglich steigen sie laut Santé Suisse um 3 Millionen Franken. Aber erst im Juni bin ich ganz da. Sehr gut. Fehlt nur noch der Chef des Bundesamts für Gesundheit, Pascal Struppler. Seit einem halben Jahr ist Burkhalter im Amt. Bei vielen gilt er als Hoffnungsträger. Wer ist dieser Mann? Er hört zu, er hat Ideen, er ist nicht hart, aber weiß, was er machen will. Er hat das Glück gehabt, dass die Subkommission gute Vorarbeit geleistet hat. Er hat jetzt darum die Chance, mit einem erfolgreichen gesundheitspolitischen Projekt zu starten. Er neigt natürlich auch immer noch ein bisschen dazu, zu glauben, man könnte den Sozialbereich ausbauen. Und das ist natürlich etwas, das auf lange Sicht keine Chance hat. Wohin geht es? Burkhalters Credo lautet Managed Care. Das bedeutet koordinierte Behandlungen in Ärztenetzwerken. So sollen bis zu 20% der ambulanten Kosten gespart werden. Burkhalter ist unterwegs zu einer Praxis, die bereits nach diesem Modell arbeitet. Teure Geräte gut auslasten, die Kosten der Administration teilen. Das sind die Vorteile von Gruppenpraxen. Managed Care bezieht aber auch Einzelpraxen, Hausärzte und Spezialisten mit ein. Hier sind zwei Ärzte, die hatten früher eine eigene Praxis in der Stadt und die haben die vor 2 Jahren aufgelöst und sind hier zu uns gekommen. Adrian Wirtner ist selber Hausarzt. Er leitet die Praxis mit 17 Hausärzten und 3 Spezialisten. Guten Tag. Insgesamt gehören 74 Ärztinnen und Ärzte zu diesem Versorgungsnetz. Ich gebe die operative Leitung ab. Mhm. Sie hat das übernommen. Okay, und wie geht's? Gut, danke schön. Große Verantwortung. Große Verantwortung. Große Mitverantwortung. Sehr gut. Super. Hier ist ein wichtiger Raum. Hier arbeiten die Praxisassistentinnen. Ja. Die haben bei uns einen viel höheren Stellenwert, eine viel größere Wichtigkeit. Wir versuchen, dass sie viele Routinetätigkeiten von uns übernehmen können. Mhm. Es gibt zu wenig Grundversorgung und wir machen zu viel Routine. Die kommt aus dem Wallis, die pendelt sehr häufig. Es geht schnell jetzt, da? Ja, sehr schnell. Okay. In einer Stunde, ja. Ja, super. Und wie ist die Arbeit? Sehr interessant. Ja? Sehr, ja. Gute Atmosphäre, ja? Ja, sehr gut. Das Atmosphäre, sieht man sofort. Ja. Das ist gut. Gratuliere, das ist sehr wichtig. Alles Gute, schönen Tag. Ja? Ah, das sieht man. Okay. Ein Bundesrat auf der Schulbank. Didier Burkhalter lässt sich bis ins Detail erklären, was Managed Care heißt. Das kann aber auch eine Einzelpraxis auf dem Land. Zuhören. Das galt nicht als Stärke seines Amtsvorgängers. Und diese Ärztenetze können sich wiederum vernetzen zu einem nationalen Netz. Wir haben auch auf dem Lande Praxen, also Biglen, Walkringen und so. Und wir haben Verträge mit 24 Krankenversicherern. Die Gründe, um dass ein Arzt zu Ihnen kommt, also zum Netz kommt, was ist die Hauptgründe noch einmal? Es gibt wahrscheinlich 2 Hauptgründe. Der eine ist, dass er gern zu einem Netz kommt, weil er da in einem größeren Verbund ist, weil er hier Weiterbildungen bekommt, weil er viele verschiedene Serviceleistungen bekommt, auch gemeinsamer Einkauf und so weiter. Und der andere Grund ist, weil die Patienten zu ihm gehen und sagen, du, es gibt doch ein so ein Modell von meiner Kasse, wieso machst du da nicht mit? Und das ist auch häufig ein Stimulus, warum das jemand mitmacht. Also das wird massiven Einfluss haben. Gehen, ja. Ja. Das wird massiv, also wenn die Reform gelistet ist. Der Arzt bekommt einen Einzelleistungstarif. Wenn er aber eine gute Behandlungssteuerung macht, bekommt er aus dieser Pauschale zusätzlich ein Einkommen. Kann man da halten? Ja. Also mir ist es am wichtigsten, wie gesagt vorher, die Qualität. Aber kann man sagen, wie Sie vorher gearbeitet haben und jetzt? Mhm. Haben Sie dann
bessere Ergebnisse für die Gesundheit, für die Qualität, noch einmal, nicht nur für die Kosten. Aber man sieht schon, dass die im Managed Care System, dass die geringere Behandlungskosten haben. Aber einfach so, also nicht so in der Schweiz, für Sie selbst, einfach für einen Arzt, also kann man das vergleichen? Er hat schon etwas vorher erlebt und dann erlebt er etwas ganz anderes. Aha, ja. Und das möchte ich einfach wissen, wie ich das fühlen, weil wissen Sie, in der Politik ist man sehr weit oben oder daneben manchmal sogar, sagen Leute. Aber ich muss einfach fühlen, wie es erlebt wird. Das ist mir wichtig. Er hat das Gefühl, dass er sehr einen grossen Sachverstand hat. Er hat das Gefühl, er kennt das Dossier ausgezeichnet. Ich habe das Gefühl, dass er von der menschlichen Seite sehr viel Verständnis hat für die Ärzte, für die Patientenversicherten und für die Anliegen der Krankenversicherer. Er hat das Gefühl, er ist sehr eine integrative Figur, die das gut zusammenbringen kann. Mehr Effizienz und Qualität erreichen und doch unnötige Behandlungen vermeiden. Das soll zu den ersehnten Kosteneinsparungen führen, sagen die Befürworter. Eine bittere Pille gibt es aber für die Patienten zu schlucken. Wer nicht mitmacht, wird finanziell bestraft und soll neben höherer Prämie künftig den doppelten Selbstbehalt bezahlen. Wo liegt die Schmerzgrenze? Der Bundesrat wird selbst entscheiden, wie hoch sind diese Selbstbehalte. Wichtig ist zu wissen, dass am Schluss bezahlen die Leute weniger mit der Vorlage, wenn sie in einer Managed Care Vorlage sind. Auch mit dem Selbstbehalt, auch in den Prämien. Und das ist sicher finanziell auch eine gute Anreize. Aber noch einmal ist die Qualität Anreize das Wichtigste. Früher galt er als graue Maus. Heute weiß er, dass es wichtig ist, die Bevölkerung auf seiner Seite zu haben. Ist er selber auch Vorbild? Bonjour. Oui, et vous? Oui. Alors, bonne journée, ja? Wie halten Sie jetzt selber mit Managed Care? Haben Sie vor, auch so einem Modell beizutreten? Und sind Sie vielleicht schon? Also in der Romandie gibt es sehr wenige. Und in Neuchâtel gibt es kein wirkliches Managed Care-System zurzeit. Also ich werde, sobald es möglich ist, wirklich. Und ich werde auch schauen, was am besten Qualität bringt. Und dann werde ich mich sicher entscheiden für dieses Modell. Entschieden wird der Kampf gegen die Kostenexplosion letztlich im Parlament. Die Einführung von Managed Care stand bereits vor 6 Jahren zur Debatte. Damals zerpflückte das Parlament die Vorlage, bis fast nichts mehr davon übrig war. Dass die Prämien so wenig wie möglich aufsteigen, müssen wir die Reformen sofort entscheiden. Das machen wir jetzt. Managed Care wird in Kraft, wenn alles gut läuft im Parlament, 2012 frühestens. Bevor in einer Woche das Parlament neu entscheidet, wie die Vorlage im Detail aussehen soll, muss Burkhalter die Gesundheitskommission des Nationalrats überzeugen. Wie immer hinter verschlossenen Türen. Gleichzeitig ganz in der Nähe eine Pressekonferenz von Santé Suisse, dem Dachverband der Krankenversicherungen. Unter dem Druck der Öffentlichkeit und aus Angst vor der drohenden Einheitskasse sind auch die Versicherungen aus der Lethargie erwacht. Wir haben uns entschieden, insbesondere die Managed Care Reform zu unterstützen. Bis vor kurzem waren die Versicherungen auch untereinander noch stark zerstritten und blockierten jegliche Reform. Ich bin immer optimistisch. Also ich hoffe, dass wir aus diesen dummen Streitigkeiten ausgehen können. Und ich hoffe, dass mit Herrn Bundesrat Burkhalter einen runden Tisch finden können. Wir brauchen einen Dialog, wir brauchen zusammenzuarbeiten, Versicherer, Leistungserbringer, Versicherte, Kantone und so weiter. Und das ist, was wir jetzt machen wollen. Die Sitzung der Gesundheitskommission ist zu Ende. Die Kommission hat ganz klare Entscheide getroffen, die gehen Richtung Reform Managed Care, also die Einführung der Managed Care Vorlage für 2012, wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, im Ständerat auch. Und auch gleichzeitig haben sie die wichtige Entscheide über die Verfeinerung des Risikoausgleichs auch getroffen. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg, das ist selten. Das sind natürlich nicht alle zufrieden, weil alle müssen auch etwas beitragen. Es gibt Veränderungen für alle im Verhalten, bei den Ärzten, bei den Versicherungen, auch bei den Patientinnen und Patienten. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir jetzt den Weg weitergehen, keine Provokationen machen und versuchen, die Milieus wirklich einzubinden.
Ich bin überzeugt, dass man über 20% mit einer effizienten Versorgung kann sparen kann. Aber ob es erstens umgesetzt wird, ist noch im Raum, ist noch nicht beantwortet. Und zweitens, wie viele Leute dann wirklich mitmachen. Tatsächlich ist der Konsens noch sehr fragil. Kaum zeichnet sich Einigkeit ab, gibt es Widerstand von der Linken. Patientenorganisationen und Gewerkschaften haben bereits ein Referendum angekündigt. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen jetzt die Reformen vernünftig, aber schnell machen. Und wenn es wieder sich blockiert, dann ist es das Schlimmste. Dann Referendum, warum nicht, aber dann am Schluss ein Ja. Und wenn kein Referendum, dann können wir dieses vernünftige Projekt früher in Kraft setzen. Inzwischen steigen die Gesundheitskosten weiter. Bundesrat Didier Burkhalter wird noch hart kämpfen müssen, damit Managed Care nicht wieder als zahnloser Kompromiss endet.